Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition in Arno Londo und wir versuchen gerade Siegmeyers Quest zu beenden oder weiterzuführen, nicht zu beenden. Weiterzuführen wäre der richtigere Terminus und dafür müssen wir uns mit Silberrittern anlegen. Ah, nein, nicht gut. Ja. Okay, ich werde ihn hier drin parieren. Aber nicht die Attacke, weil die wehtut, wenn man das nicht schafft, das zu parieren. Sondern mach doch mal deinen kleinen Schwertangriff. Ja, nicht wenn... Ja gut, so geht's auch. Okay, ja, so geht's auch. Ja, wir sind dabei, Silberritter zu schnetzeln. Für Siegmeyer eigentlich gleich. Aber erstmal müssen wir mit Siegmeyer reden. Und er ist zum Glück da. Ich dachte gerade, er ist nicht da. Pass auf, Hinterhalt. Ja, Sollen wir erst mit Siegmeyer reden oder erst die Tür aufmachen? Ich rede erst mit Siegmeyer. Ich mag den so gerne. Whatever can be done. Und dann macht er gleich, du bist da. Ich finde das so geil. Ich mag dich so gerne, Siegmeyer. Du bist absolut mein Lieblingscharakter. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Okay. This is quite a fix. Quite a fix indeed. No, maybe five boys. Quite a fix indeed. Ich mag dich so gern, Siegmeyer. Erzählst du noch mal was Neues oder nicht? This is quite a fix. Okay. Ja, du erzählst nichts mehr Neues. Ja, also müssen wir Silberritter kaputt machen. Und eigentlich ist das ziemlich simpel. Denn der erste hier... Aggrot, glaube ich, einfach... Oh. Okay, ja, der erste Aggrot einfach so... Das war aber nicht der, wo ich dachte, der einfach aggrot. Okay, ich muss mal ganz kurz weg. Estus. Ach, ich dachte, der greift gerade Siegmeyer an. Nee, macht er aber nicht. Aber Siegmeyer könnte sich wahrscheinlich auch einfach dagegen wehren. Er hat ja ziemlich gutes Rüstzeug. Ich hasse diesen Schildbash. Mach doch einfach mal deine normale Schwertattacke und nicht immer deinen Kack-Schildbash. Okay. Wie gesagt, für mich ist es sehr einfach, immer die zweiten Hits zu parieren, weil ich dann halt, also die machen die halt immer ziemlich gleich. Also er hat ja diese Zweier-Kombo und wenn er die macht, das ist für mich, glaube ich, der einfachste Move und von den Silberrittern zu parieren, persönlich. Kommst du oder kommst du nicht? Bitte aber nur einer von euch. Mach mal den Tisch hier kaputt. Aggrot nur einer von euch, bitte. Einer. Einer? Du? Hallo? Agros, du? Ah, sehr schön. Okay. Wir haben zum Glück eine sehr kurze Agro-Range. Eine sehr, sehr kurze Agro-Range. Okay. Wie gesagt, ich warte eigentlich fast immer auf den Move, weil den kann ich halt zu 99% sicher parieren. Bei dem anderen Move ist es mir halt immer ein bisschen unsicher, da weiß ich das Timing nicht so genau und so. Deswegen, naja. Ach, schön. Ja, Shieldbash, geh doch weg damit. Das will doch niemand sehen. Okay, jetzt macht er die Schwertattacke. Man kann das tatsächlich sehen, was die für Moves machen. Wenn man ein gutes Auge hat, sag ich mal. Keine Ahnung, Riese. Warst du böse, Kiste? Ich weiß es nicht. Egal. No risk, no fun, wie man so schön sagt. Ach, zwei Dämonen-Titanit, das ist sehr schön. Machen wir hier erstmal die Tür auf und dann reden wir mit dem guten alten Trusty Siegmeyer und er wird sagen, oh, ihr habt das Problem schon gelöst. Ihr hättet warten sollen, das war dumm von euch oder sowas in der Art. Aber wir sind noch nicht dumm, Siggi. Siggi, wir sind noch nicht dumm, oder? Oh. What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This Knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Ach ja, dieser Abfallring. But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Okay. Es tut mir leid. But be warned. Ja. Ja. Es tut mir leid, dass ich ein edelmütiger Ritter war. Kommt nicht wieder vor.
Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, hier wieder raus, ne? Gucken wir doch mal. Ah ja, die haben wir alle umgelegt. Sind wir jetzt tatsächlich auf der anderen Seite eigentlich? Nee, sind wir nicht. Ach ja, hier gibt's noch mehr Türen. Ich habe vergessen. Und da unten sind nochmal Silberritter und dann kann man hier nicht durch. Ach nee, wir sind einen Stockwerk zu weit oben. Genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und hier ist dann ein Silberritter mit einer Lanze dahinter, glaube ich. Hallo, komm mal her, du. Komm mal her, bei Fuß. Komm mal her. Ich pariere die so ungern. Weil ich mich nicht blamieren will. Huch. Ja, ich werde es einfach versuchen. Ja, war ja gar nicht mal so schwer. War ja gar nicht mal so schwer. Gib mir mal einer dein Schild, bitte. Gib mir einfach mal euer Schild. Frechheit. Die geben einfach ihre Schilde nicht raus. Das ist echt frech. Und da unten haben wir, keine Ahnung, so einen Typen halt. Den werde ich wahrscheinlich erstmal stehen lassen und vielleicht irgendwann später mal machen mit, keine Ahnung, Pyromantie oder hast du nicht gesehen. Den will ich auf jeden Fall nicht normal machen. Die Frage ist jetzt, ja, wir müssen eigentlich darüber. Die Frage ist, wie man da normal hinkommt. Ich weiß es gerade nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Shortcut. Ja, aber nicht so. Okay. Auch nicht so. Ich muss früher abspringen. Ja, auch nicht so. Ach, das war dumm. Aber wenn wir sowieso den Shortcut nehmen wollen, können wir uns auch noch mal hier ins Feuer setzen, schnell aufleveln und es noch mal probieren. Ich weiß übrigens nicht, ob man menschlich sein muss, um den Blue Eye Orb oder wie er auch immer heißt zu benutzen. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt einen Gegner, der gerespawnt ist, den wir erstmal schnell fertig machen müssen. Und zwar da drüben. Hallo. Damit wir, wenn wir failen beim Shortcut, nicht alles noch mal machen müssen. Ach, Kacke. Ach ja. Ach so, das, mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Feuer da drüben nie angezündet habe, also vernünftig. Deswegen habe ich nur 11 Estus gerade. In Anführungszeichen nur 11 Estus natürlich. 11 Estus sollte ja doch reichen, hier durchzugehen. So, wo ist jetzt dieser blöde Shortcut? Ah, hier, okay. Ich weiß nicht, ob ich mich hier nur dumm anstelle oder ob der Shortcut echt ein bisschen tricky ist. Da. Und erzählt mir nicht, dass ich leichte Rüstung dafür brauche. Man kann genauso weit mit schwerer Rüstung springen wie mit leichter Rüstung. Und damit hätten wir uns den Shortcut geholt. Jetzt interessiert mich aber allerdings mal, wenn ich jetzt hier die Wendeltreppe hochgehe, wo ich dann rauskomme. Einfach nur, ach, ich weiß wo. Ich weiß wo. Hinter dem Bogentypen. Ach, okay. Dann spart man sich halt die ganzen Silberritter da unten. Aber ich würde die sowieso irgendwann mal gern farmen für das blöde Schild. Naja. Das war extrem verkackt, weil ich dachte, ich parry den gerade und habe den Parry nicht geschafft, aber ich spam auch immer sofort. Ach, ist das vielleicht sogar. Toll, Drachentöterpfeil. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da freut man sich schon und dann ist ein Kack-Drachentöterpfeil nur. Naja. Kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt versuchen, die Unaussprechlichen zu invasionieren. Oder ich sollte. Was mache ich jetzt? Töte ich ihn hier? Nee, das werde ich nicht versuchen. Da kriege ich nur aufs Maul. Will ich da runter? Ich könnte den Shortcut hier aufmachen. Ja, ich glaube, ich mache den Shortcut hier auf. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ach, guck mal, der erste kommt schon angelaufen. Ich hasse es, dich zu parieren. Oh, Kacke. Weil die so viel Schaden machen, eben, wenn man es verkackt. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Man kann es zwar endlos quasi oft versuchen, wenn man sich nicht totkombon lässt. Aber das ist trotzdem ärgerlich, weil man dann verrecken könnte. Das ist halt immer unschön. Dann sieht man immer aus wie so ein Noob oder so. Muss ja nicht sein. Muss ja jetzt nicht sein, dass ich aussehe wie ein Noob. Ach, es ist so schön, dieses Spiel. Alter, der Agro. Ach, okay. Ich dachte schon, der Agro überhaupt nicht. Was ist denn mit dem kaputt? Hat irgendwelche Partydrogen genommen oder so. Naja. Ich glaube, die sind beide Legit-Kisten hier. Ich weiß es nicht. Ich mach einfach mal. Ach ja, Silberritterzeug.
Schön, schön, schön. Mehr Loot. Ich nehme immer alles gerne an. Ich glaube, die Sachen, also sowas kann man zum Beispiel auch gut verkaufen dann. Bei Framed. Apropos Framed. Weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade irgendwas über Framed sagen, aber ich werde es doch nicht tun. Taten sagen nämlich viel mehr als Worte und so. So, was mich jetzt interessieren würde, was ich noch nicht machen werde, weil ich erst den Shortcut aufmachen will, den anderen, und dann... Was mich interessieren würde... wo haben wir es denn? Können wir das benutzen? Nein, wir können es nicht benutzen. Das heißt, müssen wir dafür menschlich sein? Ich denke, wir müssen dafür menschlich sein. Das heißt, wir werden... ich werde erstmal den Shortcut aufmachen, zum Schmied gehen... Mit dem Schmied eine Runde schnacken und so. Und ja, irgendwie ärgerlich. Irgendwie ein wenig ärgerlich, dass wir uns dafür menschlich machen müssen. Brauchst Menschlichkeit, okay. Brauchst Menschlichkeit. Ey, die wollen hier echt, also das ist hier auch so ein Invasions-Hotspot. Deswegen steht hier überall, brauchst Menschlichkeit, pass auf, Schmied. Brauchst Menschlichkeit, ja, ja, gut. Von dem Schmied hier wollen wir uns später vielleicht... Vielleicht werde ich mir den Zweihänder auf Elektro upgraden, dann brauche ich nämlich keinen Titan Slap dafür verschwenden. Und zum Ausprobieren des Zweihänders wird es auch reichen, sagen wir es mal so. Dass der Typ da draußen ist, der hier, er stört mich da ein bisschen bei meinen Deals mit dem Schmied, deswegen machen wir den mal weg. Einfach, wenn ich weiß, dass da ein Gegner direkt in unmittelbarer Nähe ist, bin ich nicht so der Freund von. Und den hier könnten wir eigentlich runterkegeln. Was ich mal wissen will, kann man dich kicken? Ah, ich hab's verkackt. Ich hab's leider nicht geschafft, ihn zu kicken. Ah, ich glaube, da unten liegt auch eine Heldenseele oder sowas. Also mindestens 5000 Seelen liegen da unten, deswegen gehen wir da mal hin. Ach, aber da sind zwei Gegner. Ich dachte, da ist nur einer. Verdammt. Okay. Ups, ah, Mann. Ja, ja, Glück gehabt. Ach ja, ich liebe es, dass man... ich liebe diesen Bild, den ich momentan spiele. Super eigentlich. Das Coole ist, ich kann ein, zwei Hits einstecken... Aber in Notsituationen kann ich auch noch wegrollen. Also ich bin zwar langsamer, aber ich kann halt trotzdem noch rollen. Zumindest ein bisschen, was eine coole Sache ist, wie ich finde. So, machen wir mal hier auf. Der Typ Agro zwar, aber der passt nicht durch die Tür, der Fettsack. So, kicken wir ihn mal runter. Hallo, 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 hallo und tschüss. So, grauer Brocken. Ach, grauer Brocken, super. Einen weniger, den man farmen musste. Aber ich dachte, hier wäre irgendwo eine Heldenseele. Ah, habe ich mich wohl vertan. Es tut mir leid, dass ich nicht unfehlbar bin. Ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen, dass ich nicht unfehlbar bin. So. Lass mich mal durch, bitte. Hier ist nämlich ein Ring drin, ne? Der Fall... Fall... Ja, ja, eigentlich... Geh mal weg, Alter. Ja, 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 gib mir doch mal, was in der Truhe ist. Da sehr... Ey, der schiebt mich weg. Auf mich wegzuschieben. Okay, öffnen. Falkenring, schön. Wir haben zwar schon ein Exemplar, deswegen brauchen wir nicht noch einen. Aber reden wir noch mal mit ihm hier. Was sagt er eigentlich? Das interessiert mich gerade. Tis no good, but forge very good. I have any time. Talk, tis no good. No one home, everyone home. Wie geil. Okay. Ich könnte mir einen Blitzkatana machen. Habe ich ja auch mal überlegt. Ich könnte mir einen Blitzfahresbogen machen. Wollen wir aber natürlich alles nicht machen. Wir könnten uns einen Finstermondbogen machen und einen Manusbeschleuniger und einen Finstermond und hast du nicht gesehen. Werden wir aber alles nicht machen, sondern ich werde mir hier, denke ich, Waffe verstärken. Wie viel kostet denn der Zweihänder, den hochzurüsten beispielsweise? Das würde mich... Oder Ricards Degen könnten wir auch hochrüsten. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir hochrüsten soll. Ach, es gibt so viele Sachen, die man sich hochrüsten kann. Und ich muss auch die ganzen Bosswaffen schmieden, aber das werden wir alles nicht jetzt machen. Das werde ich irgendwann anders mal machen. Okay, dann reparieren wir erstmal den ganzen Käse, den ich habe. Ich habe nämlich keinen Bock, dass es mir unterm Arsch auseinanderbricht. Aber fällt mir ein, kannst du nicht... ja, der kann Rüstsachen verstärken. Rüssen verstärken. Hier, diese wollten wir weiter hochrüsten. Okay, machen wir einfach mal. Okay, dann brauchen sie graue Brocken. Okay, und da fehlen mir noch mehr graue Brocken, um die komplett hochzurüsten. Also auf 9. Deswegen ist das etwas schade. Ach so, was verkackt.
Es tut mir leid, dass ich jetzt 100 Mal mit dem reden muss, weil ich zu dumm bin, alles auf einmal zu machen. Ich wollte nur mal wissen, der verkauft große Scherben. Was habe ich gebraucht? Brocken, ne? Ärgerlich. Riesenhellebarde, Riesenschild, Mondlichtpfeil, Käse. Ach ja, und er verkauft hier auch das Riesenset, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Gut, dann sind wir mit ihm aber erstmal fertig. Dann will ich noch schnell den anderen Shortcut aufmachen. Und dann überlege ich mir, ob ich die nächsten Folgen, die kommen werden. Also ich werde auf jeden Fall hier bei Ornstein und Smug ein bisschen Koop spielen. Und zwar werde ich mich rufen lassen und anderen Leuten helfen, Ornstein und Smug zu töten. Oder Smog oder ach, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Grund dafür ist, damit ich bei Solaires Orden mitspielen kann. Und wenn ich da den Orden dann habe, dann werde ich noch mehr Ornstein und Smug machen. Wie geil der Schuss halt ist. Das ist quasi so ein, fast schon so ein Teleportsystem oder so. Finde ich irgendwie lustig. Aber nicht lustig genug, dass du leben darfst. Chainstab! Naja. Ja gut, Chainbackstab muss ich nochmal üben. Ich halte es nicht aus. Warum hältst du es denn nicht aus? Hier ist doch eigentlich super schön, vor allem wenn man nicht menschlich ist. Ist das hier der tollste Ort. Du fühlst, wie der schwarze Augapfel erbebt. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch, dass ich hier invaden kann. Dann machen wir das vielleicht doch noch in dem Part hier, oder? Das ist ja cool. Aber es wundert mich gerade, dass ich das auch oben nicht machen konnte. Ich hoffe, dass der Typ mich jetzt nicht angreift, während ich hier an dem Ding drehe. Okay. Schön, schön, schön. Hat geklappt. Ich spüre, wie der schwarze Augapfel erbebt. Aber kann ich das nicht auf der anderen Seite auch machen? Naja, egal. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht ewig verfolgt, dass er jetzt nicht die ewige Argo-Range hat. Das wäre nämlich echt hässlich. So, ist der jetzt weg? Bist du... Nee, der kommt natürlich noch weiter. Ja, schön. Geht mir doch nicht auf die Nüsse, Alter. Muss ja nicht sein. Geht weg. Schlimm. Ja, ich würde sagen, dann invaden wir doch nochmal. Ach Mann, ey, die gehen einfach nicht weg, ne? Geht doch einfach nach Hause. Oh, cooler Glitch übrigens. Hier kann ich ihn nicht benutzen. Was ist denn da los? Achso, ich bin übrigens im Eid der Waldjäger. Den habe ich momentan nicht vor aufzugeben. Deswegen sollten wir da aufpassen, sonst wird's teuer. Jetzt kann ich es benutzen, das Teil. Ja, will ich. Ich will Lautre killen. Gut, dann machen wir das noch. Sucht nach Welt des Schuldigen. Ja, und da unten sollten jetzt Lautrec und hast du nicht gesehen erscheinen und wir sollten die schnetzeln können. Schauen wir doch mal. Ich habe gehört, dass es schwer sein soll. Ach, man könnte die auch einfach snipern oder so. Ich will die aber nicht snipern. Ich will die nicht snipern, das wäre mir zu lame gerade. Aggron die jetzt alle, wenn ich da hingehe. Alle drei? Wahrscheinlich, ne? Hallo? Oh, der hatte irgendwas gesagt. Fuck. Okay. Ach, guck mal, der kommt. Hä? Wieso hat der Schaden genommen? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen die doch alle. Was irgendwie ungut ist. Ich würde ihn gern parieren. Oh oh. Ach, da ist ein Magier dabei. Fuck! Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut, dass da ein Magier dabei ist. Okay, jetzt. Okay. Not good. Okay. Okay, ich muss hier weg. Gegen drei will ich nicht. Ah. Okay, um die Ecke hier. Oh. Nein. Oh, ich lebe noch.
Just barely, aber ich lebe noch. Irgendwie lebe ich noch. Okay. Okay, ich muss mir erstmal gleich eine Menschlichkeit reindrücken. Ugh. Okay, ja. Ich lasse den mal. Ugh. Ja, tschüss. Okay. Sehr schön. Die Menschlichkeit habe ich reingedrückt. Oh. Ist ein bisschen wonky, was ich hier mache. Oh, oh. Ich habe versucht, ihn zu parieren, wie man sieht. Oh, jetzt ist der Kackmagier first, oder was? Komm mal her. Oh nein, er hat mich pariert. Okay. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Jetzt hat er gewonnen und nicht ich. Schön. Ach. Ja, dein Phantom wurde besiegt. Ach so, mein Phantom wurde besiegt. Das heißt, ich verliere jetzt keine Menschlichkeit und keine Seelen und so weiter. Wenn ich gegen den verliere. Nö, ich habe meine Menschlichkeit und habe alles noch. Ich starte nur wieder am Leuchtfeuer, okay. Ja, dann ist das ja eigentlich überhaupt kein Stress, gegen den abzukacken, sag ich mal. Dann machen wir es doch einfach nochmal. Und den hier, man kann den, glaube ich, skippen. Allerdings, wenn man dann den Sprung nicht schafft, dann wünschte man sich, man hätte ihn gemacht, glaube ich. Ugh. Ja, lass den mal schnell machen, lieber. Alter, ich habe die ganze Zeit mein Schild oben gehabt. Wie er das geschafft hat, mich da so zu erwischen, weiß ich nicht. Ich war gerade hinter ihm, habe nicht den Backstab hinbekommen. Okay. Ach, Kacke, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich habe ganz... I've got bigger fish to fry, Mann. Die Estos kann ich jetzt eh rausballern. Okay. Ob wir das hier jemals 100% schaffen werden, diesen blöden Kacksprung zu machen? Ich glaube, nein. Dabei spart man sich hier eigentlich auch gar nicht mal so viel Zeit. Und ich will ja sowieso immer noch das Silberritterschild haben. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich das hier mache. Gibt's überhaupt nicht, ey. Gibt's gar nicht. Geht doch weg, ey. Ich will das jetzt schaffen hier. Und alle. Hopp. Ach komm, ey. Leck mich doch. Kackspiel, ey. Ich will da jetzt rüber. Mann. Ich will Unreal Tournament spielen. Okay. Das ist komplett der falsche Spot. Was mache ich überhaupt? Alle hopp. Nein, daneben. Ich kann das nicht. Okay, yay. Okay, endlich. Ich dachte schon. Einmal werde ich noch versuchen, Lordric zu invasionieren. Ob das erfolgreich sein wird, wer weiß. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Falscher Knopf. Wo ist das Ding? Ha, ich könnte ihn auch wegsnipern, aber es wäre halt schon wieder so langweilig, wenn ich versuchen würde, ihn wegzusnipern. Ja, ab in die Welt des Mörders, Alter. Sucht nach Welt des Schuldigen. Ja, da musst du eigentlich gar nicht mal so lange suchen. Weil, ne? Okay. Versuch 2. Jetzt, da ich weiß, dass da auch Magier dabei ist, ja, ich finde, ich würde gerne wissen, was er sagt. Ich habe das leider beim letzten Mal unterbrochen. Ich würde echt gerne wissen, was er sagt. So, here we go again. How many times will these lambs rush to slaughter? Well, let's get it over with. Okay, cool. Ich glaube, er ist fertig mit Reden. Ja. Ah ja, ach. Der Kackmagier, ne? Der geht mir schon ein bisschen auf die Nüsse. Ich hätte hier auch runterspringen können und so versuchen. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Meine Strategie ist eigentlich, Lordric zweimal zu parieren und dann haben wir gewonnen. Weil... Autsch. Weil wir ja nur den Host töten müssen.
das ist ja Lordrek. Die anderen sind ja so weiß. Ja, schön. Ah, hier hinten ist immer Kacke, weil der Magier sich immer vordrängelt. Okay, aber seine Reichweite ist ziemlich begrenzt. Also die vom Magier. Was gut ist. Ach man, ey, die Invasion ist echt kacke irgendwie. Ich könnte natürlich auch versuchen, ihn... Ach man, ey, dieser Magier, Mann, der nervt mich ein wenig. Komm her. Okay, ich muss wieder noch eine Menschlichkeit reindrücken. Machen wir mal. Oh, jetzt können wir ihn vielleicht kurz allein bekämpfen. Jetzt macht er hier einen auf Defensiv. Komm mal her. Oh, und seine Kumpels sind leider da. Deswegen können wir das nicht weiter treiben. Erstmal. Okay. Ja, ich rede gerade etwas wenig. Ich weiß, aber ich habe keine Lust hier zu rippen. Gerade irgendwie. Aus welchem Grund auch immer ich gerade nicht rippen will. Ach so, da hinten ist eine Sackgasse. Verdammte Axt. Okay. Oh, nicht gut. Oh nein. Oh oh. Ach, der hat auch in die falsche Richtung geschossen, glücklicherweise. Ja, ich müsste mir jetzt meine Menschlichkeit reindrücken. Ich bait meine Attacke von ihm. Ah, kacke. Ich bin so tot. Oh Mann. Ja gut, Lordrek gibt's dann beim nächsten Mal. Ist ziemlich stressig leider. Naja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Aber wie gesagt, ich will halt Lordrek jetzt nicht mit Giftfallen oder sowas wegsnipern. Ich weiß, dass es geht. Und ich weiß auch, dass man ihn wahrscheinlich mit einer Sturzattacke töten könnte oder hast du nicht gesehen. Ich will ihn aber eigentlich quasi legit machen, deswegen haben wir es diesmal leider nicht geschafft. Beim nächsten Mal kommt es dann hoffentlich dazu. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe, schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Zapperplay Dark Souls Prepared to Die Edition. Nicht mehr blind. Und zwar im New Game Plus. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.